Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Schneller Lesen. Heute mit Die Leiden des jungen Werther von Goethe. Es ist ein Briefroman, in dem Werther an seinen Freund Wilhelm schreibt. Und die Figuren sind der leidende Werther, Albert und seine Verlobte Lotte. Es geht los. Werther zieht nach Walheim. Oh, ich liebe die Natur. Und die Einsamkeit. 11 Briefe später, am 16. Junius, trifft er zum allerersten Mal auf Lotte. Ja, und er verliebt sich Hals über Kopf. Und zudem verstehen sie sich auch noch total prima. Weißt du, wir verstehen uns ja echt total prima. Aber ich bin nur verlobt mit Albert. Ich weiß. Er befreundet sich dann sogar mit Albert, weil die haben ja ein Gesprächsthema, nämlich Lotte. Und weil Albert so grundsätzlich verschieden ist, nämlich total vernünftig, haben sie auch immer was zu streiten. Vernunft. Liebe. Nein, Vernunft. Leidenschaft. Ha. Vernunft. Liebe. Unter anderem trifft er auch auf einen Bauernburschen. Hallo. Hallo. Und der ist auch total verliebt. Boah, ich kann dich total gut verstehen. Werther wird dann immer fanatischer und das merkt auch Lotte. Also ich denke, wir sollten uns eine Weile nicht mehr sehen. Adieu, Lotte. Ganz oder gar nicht, weißt du? Und so kommt's. Er wird immer depressiver und die Natur kann ihm auch nicht mehr richtig helfen. Nee. Werther zieht weg und währenddessen heiraten Albert und Lotte. Und Werther kommt arbeits- und gesellschaftstechnisch überhaupt nicht mehr klar. Er wird entlassen. Er fährt zu seinem Geburtsort und denkt auch schon mal nochmal drüber nach, in den Krieg zu ziehen. Ich sollte in den Krieg ziehen. Aber der Tipp eines Generals brachte ihn davon ab. Mach es mal lieber nicht. Okay. Er trifft wieder auf den Bauernburschen, der jedoch eingesperrt wurde, weil er seine Auserwählte umgebracht hat. Warum hast du denn das gemacht? Wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner haben. Boah, ich kann dich total gut verstehen, ne? Er trifft wieder auf Lotte. Lotte, ich kann ohne sie unmöglich leben. Und es wird immer schlimmer und schlimmer, bis... Werther, sie sind sehr krank. Und dann das Ende. Ja, das war's. So ungefähr. Ganz grob. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.